Und immer werden wir von derselben Geschichte belohnt. Immer von so ein paar. Hier muss doch noch was sein. Wir machen doch nicht so drei so Dinger hin, wenn hier nichts ist. Hm, check ich nicht. Gut, und aber den nächsten Levelabschnitt. Wir haben schon 207 Lumps. Meine Fresse. Ja, und jetzt mischen sie es noch. Ihr, meine lieben Freunde, seid krank. Ja, jetzt bewegt sich das. Bleib hier. Ist mir egal. Ich will hier durch. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Boah. Beknackte Scheiße. Okay, wir sind durch. Mal wieder. Und da werden wir freundlich empfangen von einem Arm. Der führt uns zum ersten Secret. Das war aber schlecht versteckt. Nicht schon wieder was zum... Nicht schon wieder was zum Reiten und springt erstmal ins Nichts. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, nicht Augen zu und durch, hä? Oha. Okay, so geht's schon mal nicht. Kann ich den nicht irgendwie einsaugen oder so? So, und jetzt hier unten durch. Ach, da muss man so? Ich bin gerade nicht der König, Leute. Geh weg. Ui, Gott. Das ist doch nicht euer Ernst, hey. Ich weiß, wo ich hinschießen muss. Aber da muss man erstmal hintreffen. Ui. Boah, das war mehr Skill als Verstand. Mehr Verstand als Skill. Mehr Glück als Verstand heißt ja eigentlich der eigentliche Spruch. Ich wollte es gerade nicht umbauen. Mehr Verstand als Skill wohl eher. Nee, eigentlich mehr Glück als Skill. So, jetzt haben wir's. Dann wären wir eigentlich schon bei Glück. Ach, ist doch scheißegal. So. Gib mir das Lums. Gib mir da nochmal ein paar. Ich bin nämlich noch ein paar. Genau, so kannst laufen. Hey. Da sage ich gar nichts gegen. Gut, und weiter geht's. Halt, jetzt gib mir die restlichen Lumps noch. 2, 5, oh Gott, es geht gerade weiter, ey. Mann, ey. Das ist zu viel für mich. Da kann man doch nicht nebenher kommentieren, ey. Das ist doch schon so fallen zu viel. Übertreibe ich aber. Lass mich hier durch. Da gibt's auch nichts mehr. Wir haben irgendwie keinen Lumps erwischt jetzt in diesem Teil. Und da ist schon das Ende. Wird uns aber nicht mehr auf 300 reichen. Verdammt. Auch nicht mit dem Herz. Ich mag diese Hupfdohlen, heißen sie ja. Genau. Ja, das Herz hier einzuholen, das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen erledigt. Und hoch. Voll die Explosion mal wieder vor uns. Also das ist also die neue Welt. Ich würde sagen, ja, wir können hier noch ein bisschen spielen. Ein Level schaffen wir auf jeden Fall noch. Krank mal wieder. Absolut krank. Und wir brauchen, ja, wir haben nur die untere. Dass man das nicht abbrechen kann, das nervt mich ein bisschen. Weil diese Animation ist immer dieselbe. Und wenn man nicht die 350 erwischt hat, interessiert die einen ja auch nicht. Weil feiern, was soll man denn dann groß feiern? Dann hat man ja schon verkackt. Was soll man denn dann noch machen? Ich hätte ordentlich mehr gebräucht. Fast 50 Schlumps. 37, 73, 33. Oh, ich glaube im nächsten Level fängt es an zu regnen. Ist mir scheißegal, solange es keine nervigen Schwärme gibt, soll mir das tückische Winde. Soll mir das herzlich egal sein. Oh Gott, jetzt kommt diese Windgeschichte wieder. Das kennen wir schon. Erstmal Piratenmünze am Anfang, der Trick wird zu langsam alt.
Vollgeierhund. Ah, der treibt mich nur auf, wenn ich den aufhabe, okay. Hätt's wohl gern. Nein. Fuck. Nein. Arschloch. Nein, doch noch nicht. Das könnt ihr gerade vergessen, hey. Ich bin ja noch nicht fertig. Da gibt's noch Lums für mich. Das Tolle an dieser Technik ist ja, dass man irgendwie nie höher kommt. Och, Mann. Nein, jetzt... Der verarscht mich doch. Nur am Trollen hier. Und ich habe schon voll viel in diesem Level verloren. Ja, sonst mich auch nicht weiter. Verdammt, einige Lumps ausgelassen. Allein deswegen. Das ist wieder so eine kranke Geschichte. Ist aber halbwegs machbar diesmal. Hey, mach den Ventilator an. Ey, aua. Ich wollte gerade sagen, also der war ja nicht schwer. In dem Moment verliere ich ihn wieder. Das war wieder typisch. Typisch Let's Player. Sobald sie sagen, sie können's, ist vorbei mit der Kunst. Was haben wir hier oben noch? Ah, ein Secret. Das dachte ich mir nämlich. Die machen nicht einfach so... so ein Teil hin. Oh Gott. Oh nee, du. Fuck. Oh, ist das schön. Wow. Ja, genau. Scheiß Dole. Hupfdole, wirklich, dieser Begriff, der ist so treffend, weil er sagt genau, der gibt genau diese Eigenschaft wieder, die ich so an diesen Viechern hasse. Das Dolige einfach. Scheißviech, da hast du. Und das andere Schloss auch noch kaputt, dann sind sie nämlich frei. Boah, ey. Das Spiel fordert mich mal wieder bis zum Geht nicht mehr. Das mag ich überhaupt nicht. Hep. Und nächster Levelabschnitt mit viel zu wenig Lumps. Das ist schon wieder so ein Level. Wo alles bergauf liegt. Halt, gib mir den. Ich will den Lumps haben. Oh, Arschloch. Immerhin 2 von 3. Boah, jetzt übertreibt ihr aber. Whee. Gib mir das Herz. Okay, das ist jetzt schwer. Aber wir haben es gemeistert. Was war das? Was war das da unten? Ah, das ist nur Wasser, okay. Und Königs. Wow, das geht ganz schön gut. Da sagt noch einer hier, ich würde es nicht halbwegs wenigstens können, so wie ich vorher die Münze eingesammelt habe. Es geht immerhin manchmal noch. Dafür kann ich genug andere Sachen hier nicht. Ah, das geht gerade weiter mit diesem Wind, okay. Was gibt's da unten? Nur den sicheren Tod. Okay, da wollen wir nicht hin. Zack. Ui. Hatte ich ganz vergessen. Wieder mal typisch. Ups, das hatte ich ja... Oh, das hatte ich... Ah, da muss man wieder mal von hinten kommen. Also, von hinten sich anschwemmen lassen, meine ich. Zack. Dim, dim, dim. Und spring. Hier macht man auch den Fehler, dass man schnell hoch will. Ja, man muss immer dieses Wasser. Das sind zwei Richtungsfaktoren, könnte man jetzt sagen, die wirklich böse zusammen sind. Weil das eine treibt dich zurück und das andere treibt dich hoch. Aber wenn du damit rechnest, was bist denn du für ein Riesengoldfisch? Dann kannst du damit arbeiten. Cool, und das andere Secret. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass ich mal beide... Oh Gott. Alter, bist du fast. Fertig. Und abwärts.
So muss das gehen. Nicht schlecht, haben wir mal wieder beide Secrets entdeckt, hatten wir auch schon länger nicht mehr. Genau zu sein, hatten wir noch gar nicht in dieser Welt. Und abwärts. Lass mich durch. Ich bin wichtig, ihr wisst das ja. Okay. Will die los? Hui, 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 gib mir das Herz, gib mir das Herz, gib mir das Herz. Gut. Boah, das ist so abgefuckt. Was ist das denn für ein kranker Vogel? Lass mich durch. Hui. Gut, geschafft. Was gibt's hier? Eine neue Piratenmünze. Und die scheint schwer zu sein. Oh ne, war sogar machbar. Und hoch. Ja, wir nähern uns den 300. Es könnte schon fast bald genug sein. Gibt's hier links nichts mehr? Mann, das ist so nach einem Secret ausgesehen. Oh Gott. Oh Gott. Immerhin 300 haben wir. Was gibt's da links? Rechts? Ein Sack. Den hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Und ich habe mir trotzdem geholt. Ab jetzt sind die Lumps für mich unwichtig. Ich habe genug. Genau, und deswegen ab in den nächsten Levelabschnitt. War's das schon? Das mag ich so. Kickst du eine, holst du die andere mit runter. Das ist der Nachteil von diesen fliegenden Viechern. Hep. Aber diese Level scheinen mir jetzt ein bisschen kürzer zu sein. Also wir kommen besser durch als vorhin. Trotzdem ist es noch lang genug, bis wir es endlich geschafft haben. Wir müssen ja auch noch die ganzen Säbelzähne einsammeln. Und dann gibt es sicher noch einen nervigen Endgegner, mit dem ich nicht zurechtkomme. Also das Spiel dauert schon noch ein bisschen. Zack. Da haben wir was zum Feiern. Nochmal was zum Feiern. Und genug gefeiert. Sehr schön. Nächster Levelabschnitt, oder? Ich würde sagen, nee, wir hören jetzt auf. Komm, Leute. Haben wir was Gutes geschafft heute? Boah, ich muss mich erstmal wieder gerade hinsitzen. Ja, diese Level sind echt kürzer. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch gar nicht den Dinger entdeckt. Die Abzweigung. Ach, die scheint da oben rechts zu sein. Schieß den Vogel ab. Hey, vergesse es. Ich sehe schon wieder diese Scheißviecher. Das machen wir das nächste Mal. Das überfordert mich jetzt. Gerade wo ich so eine gute Laune jetzt habe durchs Aufnehmen. Ich würde sagen, das war es für dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal auch wieder ein, denn dann schießen wir mal gehörig den Vogel ab. Bis dahin und bewerten nicht vergessen. Tschüss. Boah, jetzt haben wir genug den Vogel abgeschossen, hey. Alter, was für ein Spiel. Vielleicht eine geile Grafik, aber ich sollte mich vielleicht zurückziehen und nur noch Shooter zocken. Da kannst du nur sterben, aber hier kannst du verzweifeln.